Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Was ist eine Portion Nudeln eigentlich? Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Online-Praxis. Und ich wurde von Patientin gefragt, was ist eigentlich eine Portion Nudeln? Ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was eine Portion ist. Wie viel kann ich essen? Teller voll, Topf voll, fünf Kellen voll? Schreibt mir das einfach mal. Also, erstmal muss man sagen, dass wenn ich unterwegs bin, auf Terminen bin, außerhalb esse, dass ein Anteil von Nudeln einfach eine günstige Geschichte ist. Ich selber habe ja Köchin gelernt und ihr wisst auch, wenn ihr ins Restaurant geht, wenn ihr essen geht, auch süß, ne? Alles hier hoch. Dann ist es immer so, dass schnell ein Teller voll Spaghetti ist mit Soße oder ähnliches verwendet wird. Bei den Nudeln ist es so, dass die schneller den Blutzucker ansteigen lassen und wir an der Stelle häufig, wenn wir die Nudeln nur mit Soße essen, die Option haben, dass wir uns davon satt essen. Wenn jemand in Richtung Gewichtsveränderung oder Zellaufbau gehen möchte, brauchen wir aber nicht nur die Kohlenhydrate als Blutzuckerverlauf, sondern wir brauchen die richtige Menge. Das heißt, es gibt die Empfehlung, die Beilage, ich zeige euch das gleich auch, ungefähr mit einer Handvoll gekochte Ware zu nutzen. Denn wenn ich den ganzen Teller voll Nudeln habe und ganzen Teller voll Spaghettis, dann ist es so, dass der ganze Teller voll Spaghetti schnell den Blutzucker ansteigen lässt und dieser erhöhte Blutzucker schneller zu Körperfett umgewandelt wird. Warum? Die Kohlenhydrate wie Nudeln lassen sozusagen den Zucker ansteigen und dadurch produziert die Bauchspeicheldrüse mehr Insulin. Und an der Stelle ist es so, dass sozusagen der Zucker schneller auch zu Körperfett umgewandelt wird. Das heißt, für Gewichtsveränderung erstmal sinnvoll immer Menge ist entscheidend. Das heißt, man sagt immer Handschale voll. Das heißt, wenn ihr die Hand wie eine Schale habt, ja, dann habt ihr die Menge für eine Handvoll gekochte Nudeln. Jetzt sagen ganz viele, ja, super. Leute, ne, da wäre ich ja nicht satt von, ne, wenn ich nur so eine Handvoll habe. Sinnvoll ist es, um auch um Zellaufbau zu gehen, zum Beispiel Muskelzellaufbau, wenn ihr Sport treibt, wenn ihr zunehmen möchtet, dann ist es zum Beispiel so, dass wir hier die Handschale voll gekochte Nudeln haben. Das sind hier so Kunstnudeln, deswegen, ne, das ist so eine große Handvoll, ne, könnt ihr ja sehen, so Handvoll. Und dann ist es so, dass man guckt, dass man mindestens zwei Hände voll mit Gemüse auf dem Teller hat. Und dann haben wir noch den Anteil an Eiweißquelle, zum Beispiel ein Stück Fleisch. Es kann aber auch ein Stück, also ein gekochtes Ei oder ein Spiegelei, Rührei sein. Natürlich können das auch zwei, drei Eier sein, weil wir die Eiweißquelle ja auch zusätzlich haben wollen. Und der Sättigungseffekt kann dann mit der Eiweißquelle auch Fisch, Geflügel, Fleisch, Ersatz, Fleischgeschichten, könnt ihr sozusagen die Eiweißquelle nutzen. Das Gemüse liefert die Vitamine und die wichtigen Ballaststoffe. Und dann werde ich auch satt, sozusagen, was die Nudeln angeht. Das heißt, nehme ich mal die Spaghettis weg. Macht ihr sozusagen, ja, dann würde das so aussehen. Da das ja so ein bisschen künstlich hier ist, ne, habt ihr ja ungefähr die Hand voll. Und wenn ihr guckt, ist der Teller ganz schön voll. Also ihr werdet schon satt. Ihr müsst es nur richtig kombinieren. Das heißt, an der Stelle, ihr Lieben, ich zeige es euch nochmal gleich im Video, ganz in Ruhe. Und nochmal im Ernährungsmaß habt ihr die Portionsmengen. Wer da mehr wissen will, schaut da einfach mal rein, schaut euch die Videos an. Ganz liebe Grüße erstmal und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, hier seht ihr die Handvoll. Hier könnt ihr nochmal das Ernährungsmaß sehen, die Portionsmengen. Na, hier habt ihr die Portionsmengen für euch. Und hier ist nochmal das Beispiel auf dem Teller. Genau, Handvoll. So, ihr Lieben, ich wünsche euch was.